Ba-ba-ba-ba-ba-bau, yeah, ey. Was geht ab, meine Freunde und Freundinnen? Yeah, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe gute Laune, denn ich kann ein Battlefield 1 Gameplay kommentieren. Ja. So, kurz auf den Schuss warten. Daneben, Digga. Kurz auf den Schuss warten. Ins Gesicht, Digga. Ihr merkt schon, ich habe richtig gute Laune. Ohne Witz, Freunde. Das liegt natürlich daran, dass ich das, was ihr hier seht, klar, schon gespielt habe. Und mit diesem Hintergrund kann ich einfach nur sagen, in der Zeit, in der ich das hier gerade kommentiere und sehe, freue ich mich einfach, dieses Spiel wieder spielen zu können, zu dürfen, zu irgendwas, Freunde. Denn das ist für mich, und damit übertreibe ich nicht. Ich weiß, ich habe mich hypen lassen von Hardline, ich habe mich hypen lassen von Battlefield 4, aber das hier ist für mich einfach das Battlefield nach Battlefield 2. Genau, und damit meine ich, es ist ein verflucht. Holy shit. Gutes Battlefield. Oh ja, Freunde, es ist ein gutes Battlefield. Und für die Ladies ist auch was dabei. Irgendwo auf der Map am Rand auf so einer Wiese stehen ein paar schöne Blumen. War nur Spaß, Mädels. Allein wie lange ich jetzt gerade gelaufen bin, oder? Wie riesig diese Maps auch sind. Okay. Wow, ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Ich gebe es wirklich zu, ich bin gehypt. Aber das darf ich auch dieses Mal wirklich sein. Und ihr auch. Leute, lasst euch hypen. Ich schwöre es euch. Vorausgesetzt, ja? Vorausgesetzt, das Spiel bleibt so, wie es jetzt hier gerade zu sehen ist, in dieser Alpha-Version. Freunde, ich sag es euch, dann ist es schon einen Kaufgrund wert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist die Alpha und es wird noch verbessert. Wow. Ich meine, sogar der Netcode funktioniert. Es funktioniert einfach alles. Natürlich immer mit den Hintergrundgedanken, dass es noch eine Alpha ist. Aber jetzt mal im Ernst, meine liebe Community, in meiner kompletten... Moment. Wahnsinn. In meiner kompletten YouTube-Laufbahn war ich doch wohl immer ehrlich zu euch, oder? Und das bin ich auch jetzt gerade. Ich kann natürlich nicht sagen, was sich an dem Spiel noch verändern wird, wie sich das Spiel noch verändern wird. Aber wenn ich jetzt gerade an das EA Play Event zurückdenke und für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, ja, genau dort habe ich dieses Gameplay hier erspielt, in Los Angeles vor Ort, nicht auf meinem eigenen Rechner. Jedenfalls, wenn ich daran zurückdenke, und das schwöre ich euch, fällt mir kein einziger Fehler ein. Mir fällt nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, ey, das war jetzt aber irgendwie kacke. Ey, das war jetzt aber irgendwie kacke. Also von mir. Ich meine, na klar, man kann wahrscheinlich noch das Flugverhalten verändern, man kann wahrscheinlich die Waffen verändern, man kann verändern, wie man läuft oder noch irgendwelche anderen Dinge dazu dichten, keine Ahnung, aber... Ganz ehrlich, ich finde, das ist nicht primär, sage ich jetzt einfach mal, denn ich hatte, außer hier, ziemlich viel Spaß und ich denke, das sollte doch wirklich einfach an vorderster Front stehen, oder? So wie ich jetzt hier gerade. Ich sollte Rapper werden. Mit wie vergleichen des Hasses? Und ich möchte aber nochmal betonen, ich war in Los Angeles vor Ort auf dem EA Play Event. Klar, da stehen alle Rechner in einem Raum, alle Rechner sind aufeinander wahrscheinlich schon angepasst, alle hatten die gleiche Hardware, alle die gleiche Peripherie und so weiter und so fort. Und es lief halt einfach wirklich top. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir bis dato nur diese Map hier spielen konnten. Es kann natürlich sein, dass die komplette Alpha auf einer anderen Map vielleicht noch so gar nicht gut funktioniert. Wer weiß das schon? Wartet doch mal. Stopp. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit, ey, wie, nichts zu bemängeln? Warum sagt denn der Typ nichts zu dieser Ansage-Tuse? Ihr wisst schon aus dem letzten Video, we lost Alpha. Diese Tussi-Stimme im Ersten Weltkrieg? Ich bin voll eurer Meinung. Da muss einfach ein Soldat schreien, Scheiße, wir haben Alpha verloren! Na klar, aber, soweit ich das weiß, meine Angaben sind allerdings ohne Gewähr, ist diese Frau nur eine Platzhalterstimme. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich noch ausgetauscht. Und wenn nicht... Man kann es ausschalten. Außerdem sind das eigentlich nur so Kleinigkeiten. Ich weiß auch nie, warum immer so Sachen dann auftauchen wie, ja, Battlefield 1 ist unrealistisch, die haben da Waffen, die gab es im Ersten Weltkrieg nicht, bla bla. Ist doch klar, ich meine, man braucht ja so ein paar Schlupflöcher, dass man das Gameplay ein bisschen interessant gestaltet. Ich persönlich wäre mit Repetiergewehren völlig zufrieden, ja? Nach jedem Schuss einmal repetieren, hammergeil. Aber es ist natürlich auch dann sehr schnell relativ eintönig. Und ich finde, das ist einfach cool, dass dann... mit geschichtsmäßig nicht abwegigen, ja, Schlupflöchern, sage ich jetzt einfach mal, versucht wird, naja, zu improvisieren, sage ich jetzt einfach mal. Aber das funktioniert wirklich sehr gut. Battlefield war ja noch nie so ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, okay, der Realismus ist jetzt der heftigste ever. Es war halt eigentlich immer ein Shooter, der halt realistisch wirkt, weil man extrem viel machen kann. Und hier kann man halt mehr machen.
als in so manch anderem Shooter und es sieht auch super geil aus. Entschuldigung, ich wollte euch kurz die Seele nicht versauen, deswegen habe ich kurz gestoppt. Was kann man denn anderes machen als in anderen Shooters? Werdet ihr jetzt wahrscheinlich fragen. Man kann zum Beispiel viel mehr zerstören. Und irgendwie fühlte sich die Zerstörung so an wie in Bad Company 2. Und was auch super, super nice ist, wenn man zum Beispiel in einem Panzer sitzt und man fährt durch ein Haus, dann passiert das ganz, ganz smooth. Richtig. Der Panzer bleibt nicht irgendwie stocken oder so. Man fährt halt einfach durch. Wie Butter. So, weißt du, der Panzer sagt sich, fick dich, Haus weg. So fahrt ihr da durch. Ich erschrecke mich gerade selbst vor mir, wie euphorisch ich das hier erzähle. Und das mag wirklich was heißen, das mag wirklich was bedeuten. Ihr wisst selber, wie kritisch ich noch immer Battlefield 4 gegenüber stehe und stand und stehen werde. Das war einfach... Battlefield 4 war halt wirklich ein Fail, würde ich mal sagen. Ja, also gut, jetzt, ich meine, zu guter Letzt, jetzt funktioniert es ja. Aber bei Release war es eigentlich wirklich ein Fail, wenn wir mal ehrlich sind, was... Ne? Dann kam Hardline, darüber sprechen wir jetzt nicht. Wobei es eigentlich ein gutes Spiel ist, würde es den Namen Battlefield nicht tragen. Finde ich immer noch, sorry, meine persönliche Meinung. Aber das hier, Freunde, das ist einfach, das ist... Wow. Ich habe immer so gedacht, Alter, wie zum Teufel kriegen die Trailer so geschnitten? So ein Gameplay passiert doch so gar nicht. Aber in Battlefield 1 ist das Gameplay so nah am Trailer. Das ist das Geile, finde ich einfach. Es ist immer irgendwo Action, du hast immer irgendwo Sound. Allein diese Sound Engine, ich glaube, die muss ich nicht wirklich nochmal extra erwähnen, oder? Ich meine, hört es euch an. Fum, 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 fum. Und dieser verdammte Nachhall und so. Oh, es ist wirklich richtig, richtig, richtig nice. So, meine Freunde und Freundinnen, denkt bitte immer daran, ich habe noch nicht mehr erleben können als das hier und das, was ich erlebt habe, war super. Es kann natürlich sein, dass sich noch einiges ändert, aber davon gehe ich wirklich dieses Mal zu 99,99999% nicht aus. Battlefield 1 kann nicht mehr schlecht werden. Das geht einfach nicht mehr. Und ich betone es nochmal. Das, was ich erlebt habe, war der Hammer. Und ich hoffe einfach, dass es so bleibt. Und wenn das so bleibt, dann haben wir endlich ein Spiel, welches wir Ewigkeiten suchten können, welches wir streamen können, welches wir einfach zusammen... Ach Leute, es wird hoffentlich, hoffentlich die geilste Zeit überhaupt. Der Winter kann kommen, ich hab was zu tun. Haut da rein, bis demnächst. Ciao. Daumen hoch, wenn ihr Bock habt, dann